Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von WWE 2K15, My Career Mode, meinem Hassspiel, was ich aktuell spiele. Wir sind immer noch bei den Superjobbern, aber guckt euch mal die Leiste da oben an. Wir haben nicht nur 75.000 Twitter-Follower, soll das vielleicht sein. Wir haben sogar fast den Sprung zu Main Event geschafft und das ermutigt mich doch. So, hä? Was haben wir jetzt gemacht? Oh, scheiße. Bin ich gerade aus Versehen ins Performance Center gegangen? Das wollte ich nicht. Nein! Nein! Hä? Was? Nee, 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 nee. Ich wollte nicht ins Performance... Hallo? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht ins Performance Center. Matchergebnis Katastrophe. Ich wollte nicht... Was? Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Das zählt nicht. Ich war mit Sicherheit nicht mit Dolph Ziggler im Performance Center. Ich wollte auch verbessern gehen. Warte mal, ich habe hier doch auf etwas gespart. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon Ewigkeiten her. Stimmt, ich habe das hier irgendwie zusammengespart, oder? Was ist das hier denn? Sprung-Pin-Kombo Level 1. Aha. Ermöglicht des Superstars direkt im Anschluss an bestimmte Sprungangriffe einen Pin zu machen. Aha. Publikumsliebling. Move Deep. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Pin-Kombo Level 1. Entkommen Level 1. Oh, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Wenn ich mich jetzt mit Dreiviertel eines Ausdauerbalkens, ich kann mich rausrollen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich behalte das mal im Hinterkopf. So, ich möchte mir sicher nicht ins Performance Center. Ich möchte einfach mal hier zum nächsten Event. Ja. Genau. Sami Zayn. Für all die, die es nicht wissen oder schon wieder vergessen haben, wir müssen auf jeden Fall noch Sami Zayn und Bo Dallas besiegen. Wenn ich die beiden hier besiege im My Career Mode, kann ich den Universe Mode beginnen, weil dann wird die verkackte NXT Arena freigeschaltet. Ich mache auf jeden Fall gegen Sami Zayn, weil Sami Zayn müssen wir... Boah, scheiße, ich habe jetzt schon so ewig nicht mehr gespielt. Kacke. Oh, Sami Zayn, wir müssen Sami Zayn eigentlich besiegen. Scheiße, wie war es nochmal? Eva kontern. Wir müssen Sami Zayn irgendwie besiegen. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Accompanied by Naomi. From Germany, Danny. Oh, Bray! And approaching the ring, from Montreal, Quebec, Canada, weighing 193 pounds, Sami Zayn! Oh, scheiße. Sami Zayn. This is a okay, big komm. Opportunity for the young Sami Zayn tonight. Nein. Das fängt scheiße an. Das fängt scheiße an. Sami. What a kick that Nein. Was. Sami? Böse Sami. Böse Sami. Wir müssen Sami Zayn irgendwie besiegen. Das hat oberste Priorität. He drops the elbow. Okay, ich bin schon mal wieder drin. Sehr gut. So, mein Freundchen. Ja. Komm schon, Sami. Du musst fallen. Das tut mir wirklich sehr leid, aber du musst fallen. Das hat oberste Priorität.
Okay, der Handkartenschlag des Todes. Boah, ich muss dieses Match gewinnen. Da müssen wir nur Bo Dallas besiegen und der Universe Mode kann beginnen. Okay, komm. So. Sami Zayn, diesmal nicht. Diesmal mache ich es. Diesmal lasse ich nichts anbrennen. Diesmal lasse ich nichts anbrennen. Scheiße. Scheiße. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Sami, lass es. Das gibt's nicht. Nein. Oh man, look at his face. Vergiss es. Okay. So gut. Alles klar. Es läuft halbwegs okay. Ich versuche nochmal einen Handkantenschlag des Todes, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Okay, er kommt auf jeden Fall schon mal durch. Das ist gut. Ich habe ihn schon mal gleich im gelben Bereich. Das ist schon mal was. Das Problem ist, umso länger das Match dauert, umso mehr Probleme werde ich bekommen. Nein. Welche Taste war es? Es war die falsche. Ich habe die falsche gedrückt. Ich wusste nicht mehr die Taste. Okay, komm. Snap Suplex. Sehr gut. Okay, er ist wieder unten. Das ist gut. Ich muss ihn uns behalten. Was? Hä, wieso? Nein! Was machst du denn? Wieso? Wieso denn? Ich hab doch in die komplett andere Richtung gedrückt. Was sollte das denn für eine Scheiße? Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Komm schon. Komm schon. Jawohl, und? Ja, noch einer. Ich geh weiter auf den Oberkörper. Aber hier, komm. Ich bin siegessicher. Ich bin auf jeden Fall siegessicher. Nein, scheiße, nein, bitte nicht, Sami. Bitte nicht, gib mir doch den Sieg, Sami. Nein, Sami, nein. Sie zu früh, am Arsch zu früh. Nein, oh Sami, gib mir doch bitte den Sieg. Sami, ich brauch den Sieg. Bitte, gib ihn mir doch, verdammt. Ach. Sami? Ich brauche den Sieg. Versteh es doch bitte. Warum verstehst du das denn nicht? You hear how his leg connected? Two. And he's heading back inside the ring. Just trying to goad his opponent. Okay, komm hier. Nochmal Momentum aufpimpen. Okay, komm, Sami. Back into the ring now. Wieso? Oh Mann! Nein, ich kontern! Nicht kontern, Sami! Böses Sami! Böses Sami! Und? Ja! Sehr gut! Sehr gut! Das muss es sein! Das muss es sein! Signature! Der passt! Der passt! Und der! Stretch! Okay, komm! Komm, 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 komm! Das Pokerface! Das Pokerface! Das Pokerface! Und? Ja, 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 ja! Komm, Sami, 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 Sami! Bitte, 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 bitte! Und? Jawohl! Das muss es sein. Das muss es sein. Er ist im roten Bereich. Das muss es sein. Komm, Alter. Yes. Here is your winner. Danny. Oh, Bray! A lot of aggression there. Well, that was just a one-sided beatdown. Ein großartiges Match. Ja, und wir haben vor allen Dingen Sami Zayn besiegt. Alles klar, wir müssen nur noch Bo Dallas besiegen. Dann kann der Universe Mode starten. Nur noch fucking Bo Dallas. Sehr gut. Und ich wurde befördert zu den Superjobbern. Sollen wir das Bild da oben rechts sagen, dass Goldust der aktuelle Intercontinental Champion ist? Sehr gut. Ich bin befördert.
Tja, und da sieht man, welches Roster als nächstes ansteht. Wir müssen uns nun zu SmackDown hocharbeiten. Oh Mann, ey. Puh. Alles klar, ich würde mal einfach sagen, ich mache weiter. Es läuft ja gerade relativ gut. Komm, und jetzt Bo Dallas. Alberto Del Rio oder Curtis Axel. Ich würde sehr gerne gegen den ehemaligen World Champion Alberto Del Rio antreten. Das ist eine Herausforderung, die nehme ich doch sehr gerne an. Danny O'Brien gegen den ehemaligen World Champion Alberto Del Rio. The ring from San Luis Potosi, Mexico, weighing 239 pounds, Alberto Del Rio. Main Event, schöne Arena habt ihr hier, wirklich eine wirklich sehr, sehr schöne Arena. So, mein Lieber, dann komm mal her hier. Hier ist nochmal, so ging das. Und, na, komm her. Gut. Na, komm, na. Na, Del Rio, was ist? Kannst du nicht so viel, ne? Sehr schöner Spinebuster. Kann ich eigentlich auch mittlerweile hier sowas machen? Im Ring sein? Na, nein, das wollte ich nicht. Scheiße, wie komme ich wieder rein? Wie komme ich wieder rein? Ja, sehr gut. Okay, bis irgendwie wieder reinkommt. So komme ich wieder rein, sehr gut. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte sich die Schwierigkeit nach den ganzen freigeschalteten DLCs irgendwie Okay, ich sollte mich vielleicht ein bisschen konzentrieren. Als hätte sich die Schwierigkeit hier irgendwie ein bisschen runtergestellt nach den ganzen DLCs. Tja, keine Ahnung. Oder ich bin einfach so unfassbar gut. Das kann natürlich auch sein. So, warte mal. Der liegt da doch jetzt einigermaßen gut. Und, ja, ich habe getroffen. Ich habe getroffen. So, Del Rio, komm her. Komm her, mein Lieber. Dich machen wir weg. Drop it. Right on target. So, komm ein bisschen weiter in die Mitte, damit ich meinen Splash zeigen kann. Oh, scheiße. Ups. Das war nicht so geplant. So, komm mal her. Ein schöner Snap zu Splash. Das gibt's doch nicht. Del Rio, lass es. Auf. Ja, kann ich auch. Ja, sehr schön. So, jetzt aber. So, komm ein bisschen so hin. Genau, das wollte ich eben zeigen. So, gehen wir mal noch ein bisschen auf die Beine, damit der Highfly wenig Zeit hat. So, und jetzt gibt es natürlich noch den Wunder. They tap and quickly. After all of these shots to the head, Mr. Del Rio is going to be on his diet for the foreseeable future. Was soll das? Man. Hallo? Signature? Jawohl. Sehr gut. So, komm her. Das Pokerface, komm her. Du kriegst auch noch eins ab und ja, sehr gut. Oh, du liest nicht sehr gut. Du liest nicht sehr gut. Ja, 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 ja. Wenn wir nicht ein bisschen nah am Ring sein. One more time for everyone at home. And will this be it? One, two, three. Aber es reicht. Souverän. We got a couple of highlights here. Let's check them out. Well, let's take a look at. Here is your winner. Ein unglaubliches Match. Was ich übrigens noch sagen wollte,
Ich habe übrigens dieses eine Modpack mit den aktualisierten N2-Rank-Streams wieder draufgepackt. Mal gucken, ob es richtig ist. Wir werden es ja eventuell sehen bei einem entsprechenden Gegner. Ich mache einfach mal weiter. Oh, guckt euch das an. Der Ball, der füllt sich ja. Oh. Cesaro und Jack Swagger waren mir in letzter Zeit ein Dorn im Auge. Kann ich diese Woche auf dich als Tag-Partner zählen? Enter, ich bin dabei. Escape, tut mir leid. Helfe ich William Regal oder helfe ich ihm nicht? Ich weiß, dass es ein Achievement dafür gibt oder man irgendwas freischaltet, wenn man ihm nicht hilft. Aber mal ganz abgesehen davon, William Regal, fuck you. Weißt du auch warum? William Regal, du bist ja der General Manager von NXT und du bist somit mit dafür verantwortlich, auch wenn es Vicky Guerrero gemacht hat, dass ich meinen Titel einfach, ja, abgenommen bekommen habe. Ich habe bis heute kein Rückmatch gesehen, also von daher, ich würde dir wirklich sehr gerne helfen, aber irgendwie vermisse ich so einen Titel, der eigentlich mir gehört, also fuck you, Escape. So, William Regal kann mich mal am Arsch lecken. Ah, was haben wir denn hier? Bad News Barrett oder Ryback? Ich nehme mal Bad News Barrett. Ryback stinkt. Oh, jetzt habe ich was gesagt. And approaching the ring from Preston, England, weighing 246 pounds, Wayne Barrett! So, machen wir den auch gerade mal weg hier. It's the opportunity look for Barrett to show off some of his bare knuckle brawling skills here. Yeah, and you got to look out for that bull hammer elbow. Ah, du willst es also auch, ne? Du willst es also auch. Komm, gib's doch zu, ne? Na komm, hier. Ja, na, verdammt, das gibt's nicht. Erst, das gibt. Wow, 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 wow. Junge. Oh, Alter. Ja, mitten ins Auge. Pass doch mal auf, ey. Das kann doch nicht so nicht angehen hier. Into the Spinebuster. So, da kriegst du erstmal einen schönen Handgun-Schlag ab. Naomi hat in letzter Zeit irgendwie erstaunlich wenig zu tun, ne? Du, dance, the dance, the dance. Ach man, ich will noch gegen Bo Dallas spielen. Einmal noch gegen Bo Dallas. Wir werden auf jeden Fall nochmal gegen ihn antreten, aber das wäre wirklich geil. Ey, was soll das? Nein, böses Spirit, ganz, ganz böses Spirit. So, komm her. So, da, Alter. Dieser Typ, ne? Oh, wow, wow, wow. Eieieiei. Nein. So, wie gehe ich nochmal? So, wie ich rein. Du sollst nach draußen, nicht ich. Oh, es geht los. Suplex. He drops the elbow. Kann ich dich gar nicht aufheben. So. Ja. Scheiße, zu spät. Ich wollte eigentlich was machen. And did you hear the impact? Ja, vor. Vor ist mir egal. So, zack. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ja, bist du rein, mein Lieber. Und bam! Superstar is looking great here at the top of the first. Natürlich look ich great. Habe ich aber nichts anderes erwartet. So, dreh ich mal bitte um. He's gonna take a chance. Oh nein, 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 spring, 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 spring. Schnell! Das darf nicht wahr sein. Oh, oh, nein, nein! Alter, meine Rippen! Ei, ei, ei.
So, dann verpasst ihr das Ganze nochmal. Oh, du drinkst aber schön, mein Lieber. Du drinkst aber wirklich sehr, sehr schön. Bam! So, dann verpasst ihr nochmal einen schönen Handkappenschlag. Die Kombo könnte ich mir auch mal merken. Ihn so schön in die Seile schicken und dann mit dem Knie bam in the face. Ich glaube, ein Match mache ich hier nach genau. Und dann soll es das auch gewesen sein. Weil ich habe was Sammy sehen besiegt. Meine Güte, das hat auch lang genug gedauert. Oh, did you see the force behind that? Good God. Is he pressing a secret? Boah, ich hoffe ein bisschen an jetzt jubeln. Kann ja nicht schaden hier. Sieg ist sicher. Oh, what an elbow! So. Goes down hard. Ah, what an elbow. That's really bad news for you, Barrett. What can Wade Barrett do to win this one, King? He needs to start sticking and moving and wearing his opponent down. Ach, genau. Ich erinnere mich wieder. Habe ich auch schon lange nicht mehr erzählt, ehrlich gesagt. So, mein Lieber, der schöne Straight Flush. Und jetzt geht's ab zum Pokerface, mein Lieber. Ah, bist bereit? Du bist bereit, oder? Jawohl. Danny O'Brien ist endlich angekommen. Da kommt und Cover. Oh, Danny O'Brien on the road. We got a couple of highlights here. And here's just some of the action we saw. Here is your winner. Ein Klassiker, ja, das finde ich aber auch. Eilmeldung. William Regal nach 2 gegen 1 Kampf gegen Cesaro und Jack Swagger verletzt. Tja, kann ich auch nicht ändern. Ja, der Balken, der füllt sich relativ schnell. So, ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch und komm, der ist doch jetzt gegen Bo Dallas, oder? Der ist doch jetzt gegen Bo Dallas. Er ist nicht gegen Bo Dallas. Ach, ich habe gegen beide schon mal gekämpft. Ich glaube, gegen Dolph Ziggler so schon mehrmals. Na, machen wir gegen ihn hier. Letztes Match für diese Folge. Danny O'Brien gegen R2's bei Main Event. So, du möchtest also auch noch was auf der Kohleiste haben. Ha, sehe ich das richtig? Sehe ich also richtig, mein Lieber. So, wollen wir mal gucken hier. Lol. Das ist nicht mal ein fucking Unentschieden. Nein. Ah, das darf nicht wahr sein. Big kick echoing around the arena. Das gibt's nicht. Alter, R-Truth. Okay, jetzt aber ja. So, vor. Uah, das wollte ich nicht. Egal, komm. So, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege mit dem Announce Table. So, komm mal her. Komm mal her, mein Lieber. So, du. Bist jetzt genau da drauf. Und. Ja, sehr schön. Nein. Oh, ja. Scheiße, zu spät. All the reversal by R-Truth. Four. Nein. Ready, folks? Nein. Oh. Said many times, when you leave the ring, the match becomes Nein. Steh auf. Oh mein, steh auf. Nein. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Ja, ich komm schon. Das kannst du mal glauben, dass ich komme. Wie er mir welche reingedrückt hat. Los, geht los hier, mein Lieber. Oh, scheiße, ich brauch zu lange. Oder es könnte passen. Ah, verdammt. Nicht ganz. Oh, Alter. Und, ja. Oh, ja, schade, nicht in die Seine.
Darauf hatte ich eigentlich spekuliert. So, drehe ich mal ein bisschen um. So, ein bisschen hier. Willst du nicht? Endlich bleibt er mal in der Ecke liegen, quasi. Zack, sehr gut. Ja, komm, ein Handkernschlag des Todes geht noch, oder? Einer geht. Oh ja, ich spüre es. Jetzt habe ich gerade wieder so kurze Frame-Einbrüche. Wie kommt das? Irgendwie, desto länger das Spiel läuft, desto instabiler wird es. Ich sollte es vielleicht schnell beenden. So, ich versuche es mal nochmal hier. Oh, schaffe ich das? Stimmt, oder? Ja, komm. Jawohl. Was ist los hier, Kollege? Stimme auf. Geht doch. This might be big. He was one step ahead of that one. Nein. Another shot. Das gibt sich zu früh. An aggressive shot to the midsection. Pass doch mal auf. And the agile R-Truth lands a hard right. Nein. Das gibt's nicht. Jetzt rechts aber, ey. Meine Güte. Sind wir heute ein bisschen aggressiv, Arthur? Kann das sein? Das kann ich aber nicht für gut befinden hier. Wow. Und der Straight Flush. Sehr gut. Hier muss ich immerhin für den geladen Finisher. So, komm. Pokerface und dann ist Ende, mein Lieber. Dann ist Ende. Und so. Na komm, du konntest natürlich nicht. Und sehr gut. Devastating. Und das war's. Devastating. Two, three. That's it. The match is over. Well, let's take a look at some of those. Let's go to the highlights here. Here is your winner, Danny O'Brien. Absolutely amazing. We knew he felt it. Ein unglaubliches Match. Ach ja. Tja, der Balken, der füllt sich gut, würde ich mal meinen. Tja, haben wir in dieser Folge doch einiges geschafft. Wir sind ins neue Roster aufgestiegen zu Main Event und wir haben Sami Zayn besiegt. Das heißt, auf unserer Kopfgeldliste steht jetzt nur noch Bo Dallas und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken, das seht ihr ja dann in der nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.